So, gleich zur nächsten Folge bei Cooketech TV 2014. Hier eine Folge nach der anderen gleich bam, bam, bam durchgejagt. Eben haben wir einen Kräutersalat gemacht. Jetzt machen wir die Barbecue-Soße. Zutaten dafür sind unter anderem dunkler Balsamico, französischer grober Senf. Könnt ihr auch den Original nehmen, habe ich auch nicht gefunden. Dijon-Senf, Honig, eine Chili. Brauner Zucker, Pfeffer, Salz, Zitrone, Paprikapulver und Ketchup. Da muss man nicht zusätzlich Zucker nehmen, man kann auch... Was ist denn das für Ketchup? Ist das scharfer Ketchup? Chili von der Chili an den Händen. So. Eben haben wir den Krautsalat gemacht, den amerikanischen Coleslaw oder Coleslaw, wie auch immer. Jetzt machen wir eine Barbecue-Soße. Mein Lieblingsgericht irgendwie oder meine Lieblingszubereitung der Barbecue-Soße, Chili. Dann denken, nach dem Verarbeiten nicht am Pullermann rumspähen. Das gibt den zweiten Moment nochmal, gibt es nochmal einen zweiten Frühling. Ketchup, ja, und was weiß ich, reinhauen, das ist einfach schön. Ketchup nehmen, bisschen braunen Zucker, ganz leicht, Paprikapulver, Zitrone, Dijon-Senf oder grober Senf allgemein, Honig, dunkler Balsamico, was ich den noch nicht hatte, Salz, Pfeffer, wie immer. Theoretisch kommt da auch noch eine Zwiebel rein, die lasse ich aber weg. Kommt da noch irgendwas rein? Nö, eigentlich nicht. Fangen wir erstmal an, die Chili, die trocken ist, schön fein zu schneiden. Haben wir am besten ein scharfes Messer. Die könnt ihr auch eigentlich mehr schon hacken als schneiden, weil die schön trocken ist. Schon für etliche Zeit getrocknet, was das natürlich aber nicht schlechter macht. Die Kerne habe ich entfernt, damit es nicht zu scharf wird, weil die durchs Trocknen und allgemein relativ viel Bums hat. Ups. Ihr seht schon, die ist so trocken, die verlässt schon ein Spielfeldrand hier. So. Der ein oder andere Kern sehe ich gerade zwischen. Das macht aber nichts. Also, was ich vergessen habe, was ich selber zu spät dran gedacht habe. Super geil ist natürlich, wenn ihr so Rauchsalz habt, so mit Raucharoma Salz oder Raucharoma allgemein, hier so eine Ampulle, gibt es das ja wie so Backaroma in Rauchform. Dann habt ihr diesen würzigen Barbecue-Geschmack, den habe ich leider nicht am Stissel, aber das macht nichts. Gut, hier haben wir jetzt alles drin, kommt jetzt so nicht drauf, nicht zu knapp. Dunkler Balsamico, ja, sagen wir mal 4 Esslöffel, 2 Esslöffel von dem Dijon-Senf oder von dem groben Senf, ungefähr. Ja. Zehn Löffel Ketchup oder 12.
Ich schreibe das genaue Rezept nochmal rein. Ich mache jetzt hier ein bisschen mehr, als so der übliche Gebrauch ist. Zitrone. Einen schönen Hieb. Natürlich den Salzgehalt beibehalten, wie immer. Schön Salz rein. Eine Prise Pfeffer, nicht zu viel. Prise. Die Löcher werden nicht größer. So, ein Esslöffel Paprikapulver. Eine Prise braunen Zucker. Dann wird das Ganze verrührt. Was soll ich sagen? Ein bisschen Raucharoma hat es doch, ja, durch den Senf. Aber normalerweise ein bisschen Raucharoma oder Rauchsalz rein und die Soße ist perfekt. So, jetzt genau den richtigen Abgeschmack, schön durch den Honig, aus dem weichen Abgang mit der Chili-Note vermischt sich das. Und es gibt eine reine Geschmacksexplosion mit dem dunklen Balsamico. Wenn ja, umso besser der Balsamico. Balsamico hat immer Modena. Ja, ist kein billiger für 1,50, aber auch kein teurer für 20 Euro. Da kann man richtig Geld lassen. Manche kosten 4.000 Euro so, wenn du so weinmäßig wird das sogar gelagert, wenn du richtig guten hast. Aber so 3 Euro die Flasche, einen schönen dunklen Balsamico sollte man schon nehmen. Umso cremiger ist, umso leckerer ist das. Zur Not nimmt er einfach Balsamico de Crema. Was ich jetzt vergessen habe, einen Schluck Öl müssen wir auch noch dran machen. Ja, ein Esslöffel reicht hin. Und ja, das war's dann auch schon mit der Barbecue-Soße und bis zum nächsten Mal bei Cook Attack TV.